geilste Regionalliga Deutschlands. Nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Bis zur Unterschrift hier in Velbert. Und jetzt geht es los. Velbert in der ersten Hälfte von links nach rechts ganz in weiß und die Gastgeber in dunkelblau von rechts nach links. Also um das nochmal abzuschließen, Elias Ilic mit einer schweren Generschütterung und jetzt der Fehler im Aufbauspiel. Also Gütersloh wirkt hier ein wenig schläfrig. Und jetzt gibt es da vielleicht auch die gelbe Karte, weil er da nochmal am Trikot gezogen hat. Die Mauer von Jano Peters steht schon mal besonnen, gibt diesen Freistoß frei. Diallo direkt und das Tor 1-0 gefällt. 7 Minuten gespielt, der Ball wird noch abgefälscht. Aber das ist ganz egal, es steht 1-0 für die Gäste, für Velbert nach 7 Minuten. Diallo erzielte den wichtigen Treffer. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Mit seinem starken linken Fuß. Und dann kommt da, glaube ich, noch Herzenbruch dran. Eckball Nummer 2 für Gütersloh in dieser Partie. Der kommt kurz rein, der segelt durch den Strafraum und dann der Abschluss. Eduard Probst mit dem direkten Schuss. Aber eine tolle Parade von Marcel Linz. Und der Ball, der ist noch heiß. Geht in seine zweite Saison. In Velbert. Und jetzt der lange Ball auf Kaya. Der ist schneller als Lücke. Kaya. Peters ist aus dem Tor raus. Jetzt aber wieder vor der Linie. Jetzt Kaya mit dem Ball auf Diallo. Diallo! Der guckt und er schießt und er trifft zum 2-0. 22 Minuten eiskalter Angriff über die rechte Seite über Kaya. Der hat die Ruhe weg und er hat das Auge für Diallo, der viel zu frei der ist und viel zu viel Zeit hat. Der nochmal ganz genau guckt und ja, Keeper Peters, der braucht sich da gar nicht mehr lang machen. Obst mit dem Langball auf Freiberger, der leitet ihn nochmal weiter. Der kommt nochmal zu Freiberger auf. Obst, Probst, Probst mit dem Haken, Probst mit dem Abschluss. Freiberger, guter Ball auf Probst, kein Abseits. Probst mit dem Haken, ist mit dem direkten Ball. Sieh mal zu und hör ja auf, unnötig zu provozieren. Wir gucken erstmal auf Probst, was der jetzt machen kann mit dieser Aktion. Schauerze, und jetzt muss es hier den Elfmeter geben. Schauerze wird da gefoult. Und das hat sich angebahnt. Wir hatten schon zwei Aktionen, wo man ja vielleicht hätte pfeifen können. Nun ja, jetzt wird hier gepfiffen und jetzt gibt es hier nochmal den Elfmeter für Gütersloh. 5 Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte und das könnte hier nochmal richtig interessant werden. Wer sich hier so ein bisschen in die erste Elf reingekämpft hat mit guten Leistungen. Und jetzt Eduard Probst mit dem Elfmeter. Probst schießt und Lenz mit der Ball. Gespielt. Freiberger trifft hier zum 1-2. Probst hätte sich das Tor sicherlich verdient, weil er so eine gute Partie bis jetzt gemacht hat. Und Freiberger ja mehr oder weniger unauffällig, hatte einige unglückliche Aktionen. Jetzt sehen wir nochmal den Elfmeter. Oyomo. Und jetzt die Kontermöglichkeit für Velbert. Diallo ist links. Der bekommt den Ball auch. Diallo. Diallo mit dem Haken. Ah, nimmt das Tempo zu sehr raus. Jetzt mit dem Abschluss, Diallo. Wurde gerade auf der Bank auch so besprochen. Und seine Erfahrung stand da einfach richtig nach dem Elfmeter von Probst. Und jetzt der Abschluss. Und jetzt ist das Spiel vorbei.
Die 95 Minuten sind vorbei und Velbert gewinnt dieses Spiel, dieses Aufsteigerduell mit 2:1 gegen den FC Gütersloh.